Liebe Angehörige der FAU, liebe Studierende, meine sehr verehrten Damen und Herren, Fußball steht für Sport und Unterhaltung und wir alle wissen, es handelt sich um ein Milliardengeschäft und es gibt Millionen von Fans weltweit. Der Fußball steht damit natürlich auch in gesellschaftlicher Verantwortung und genau darüber spreche ich mit meinem heutigen Gast, FAU-Professor Matthias Fifka. Er hat an unserer Universität eine Professur für Betriebswirtschaftslehre und ist zudem Mitglied im Aufsichtsrat des 1. FC Nürnberg. Lieber Matthias, ich grüße dich sehr herzlich. Wie geht es dir? Hallo Achim, ja, mir geht's gut. Ein bisschen Fußballfieber ist da angesichts der WM. Vielleicht nicht so ausgeprägt wie bei letzten Turnieren, aber immerhin. Auch darüber reden wir gleich. Du bist ein Experte für Nachhaltigkeit und stehst an unserer Universität auch für dieses Thema. Wie nachhaltig ist eigentlich Fußball? Ich meine, du hast die EM gerade angesprochen. Die findet derzeit in 11 Ländern statt. Die Teams und auch die Fans fliegen quer durch Europa. Ist das jetzt das Selbstverständnis, das wir haben von Nachhaltigkeit? Wie schätzt du das denn ein? Also ich denke, das war keine glückliche Lösung. Die ist ja auch öffentlich zu Recht kritisiert worden, dass man ein Turnier an so vielen Orten stattfinden lässt mit Sonderflügen, Flugreisen, die dadurch unvermeidbar werden. Und das in der heutigen Zeit zu rechtfertigen, das ist schwer. Es stößt auf Unverständnis, was für mich auch nachvollziehbar ist. Man muss natürlich sagen, das war so ein bisschen eine Sonderlösung, weil sich auch kein wirklich guter Ausrichter gefunden hat oder beworben hat für dieses Turnier. Von daher ist man zu dieser Notlösung übergegangen, hat die dann eben natürlich entsprechend schön verkauft als paneuropäische Idee. Aber es zeigt schon so auch ein bisschen, dass der moderne Profifußball vielleicht ein wenig auch in der Krise steckt. Du hast ja auch über deine Tätigkeit im Aufsichtsrat des 1. FC Nürnberg ein bisschen Einblicke auch in den Vereinsfußball. Wie sieht es denn mit Nachhaltigkeit in den Vereinen aus? Also es ist ein Thema, mit dem sich, wenn wir jetzt über die Bundesliga sprechen, Vereine so seit 5 Jahren doch vermehrt beschäftigen, auch vermehrt beschäftigen müssen, weil da ein Druck da ist von Seiten der Öffentlichkeit. Und wir haben natürlich viele Themen im Profifußball, die in den Bereich Nachhaltigkeit, gesellschaftliche Verantwortung fallen. Wir haben natürlich das Thema Diskriminierung, Inklusion, Integration. Wir haben ökologische Themen, es sind auch da viele Reisen, die stattfinden. Der Stadionbetrieb ist energie- und müllintensiv. Also da kann sich der Fußball dieser Diskussion auch gar nicht mehr entziehen. Und von daher sind da auch einige Vereine, würde ich mal sagen, vorangegangen, haben Pionierarbeit geleistet, andere ziehen nach. Aber es ist mehr und mehr ein flächendeckendes Phänomen. Bei uns hier in der Region ist ja Fußball richtig spürbar, allein durch die großen Sportartikelhersteller. Das Nationalteam hat das Headquarter hier in Herzogenaurach, 8 Kilometer von hier. Fußball und seine Stars sind also überall präsent und haben weltweit auch Millionen an Fans, darunter viele Kinder und auch Jugendliche. Und ich hatte es eingangs auch schon erwähnt, damit einher geht natürlich auch ein hohes Maß an gesellschaftlicher Verantwortung. Wie gehen Vereine mit dieser gesellschaftlichen Verantwortung um? Also ich denke, die hat unterschiedliche Facetten. Zum einen, was du angesprochen hast, sind es natürlich vor allem Kinder und Jugendliche, die sich an ihren Idolen orientieren, an den Sportlern selbst, denen dadurch schon eine gewisse Verantwortung zukommt, als Vorbilder zu agieren, sich entsprechend zu verhalten. Und ich glaube, was noch wichtiger ist, ist die Vereinsebene insgesamt. Das ist für mich immer bemerkenswert zu sehen, wie viel Strahlkraft ein solcher Fußballverein hat, Menschen zu begeistern, Menschen zu motivieren. Und ich denke, Vereine sollten dieses Potenzial, Menschen mitzureißen, Fans mitzureißen, auch nutzen, um gesellschaftlich Gutes zu tun, Gutes zu bewirken. Ich sehe das bei uns beim 1. FC Nürnberg, wenn wir dazu aufrufen, zu karitativen Aktionen, etwa eine Schule anzustreichen, ich gebe mal ein Alltagsbeispiel, dann sind unheimlich viele Fans da, die sagen, ja, da will ich mitmachen, da will ich dabei sein, weil sie sich eben so stark mit dem Verein identifizieren.
Und da hat man einen wahnsinnig großen Hebel. Also ich glaube, es gibt keine gesellschaftliche Institution, die Menschen so mobilisieren und so begeistern kann, wie ein Fußballverein. Und das nicht zu nutzen, das wäre unglücklich. Also da ist viel Potenzial da. Aber dennoch tauchen immer wieder so korrupte Funktionäre auf. Wir haben rassistische Spieler, wir haben gewaltbereite Fangruppen. Also die Schlagzeilen werden da ja durchaus auch von solchen Leuten gemacht. Und mitten im Corona-Lockdown, auch das muss man sagen, hat der deutsche Fußball Sonderrechte eingefordert, um Spiele abhalten zu können, auch Werbeverträge zu erfüllen. Hinzu kommt jetzt auch noch dieser Reisezirkus bei der Europameisterschaft, die steigenden Infektionszahlen in vielen Ländern. Insgesamt muss man schon sagen, besonders vorbildlich ist es nicht in voller Breite, sage ich mal. Absolut, absolut. Da läuft der Fußball, der professionelle Fußball, auch große Gefahr, Menschen zu verlieren. Also wenn wir uns angucken, die Skandale, die wir bei der FIFA und bei der UEFA hatten, jetzt das Gemetzel, so will ich es mal nennen, das beim DFB stattgefunden hat, die vielen anderen negativen Erscheinungen, die du genannt hast, die natürlich in der Öffentlichkeit dann auch so wahrgenommen werden in unserer medialen Welt. Und da erleben wir schon, dass sich auch Menschen mehr und mehr vom Fußball abwenden. Also das ist eine Gratwanderung verbunden mit der sehr starken Kommerzialisierung, wo Menschen dann auch sagen, da ist ein Niveau erreicht, das kann ich nicht mehr nachvollziehen, die Beträge, die da über den Tisch gehen für Spieler oder andere Dinge. Und wenn man da mehr und mehr, ich sag mal, den Bezug zur Basis verliert, dann steht der Fußball insgesamt, der Professionelle, auf tönernen Füßen. Wir können das auch so ein bisschen, ich will ein konkretes Beispiel geben, an den Stadien beobachten. Die Stadien sind nach wie vor voll. Gut, jetzt Corona war natürlich eine Sondersituation, aber bis zur Pandemie sind die Zuschauerzahlen nahezu kontinuierlich gewachsen. Was man aber feststellt, ist, dass wir eine Veränderung in der Zusammensetzung der Besucher haben in vielen Stadien. Das heißt, es kommen weniger von den alten, den angestammten Fans und mehr von dem, was man Eventis nennt, also die das mehr so als Ausflug betrachten oder als Firmen-Event. Und das täuscht zunächst mal darüber hinweg, dass es da ein Problem gibt, weil das Stadion ist voll. Die Schwierigkeit ist aber, wenn mal die hartgesottenen Fans, die auch die Stimmung machen im Stadion, ausbleiben, dann kommen natürlich die, für die das ein Event ist, auch nicht mehr, weil dann keine Stimmung mehr da ist. Und dann ist auch ein ökonomisches Problem da. Also das ist etwas, worum der Fußball kämpfen muss, wirklich den Kontakt zur Basis nicht zu verlieren. Begeisterung spielt dabei natürlich eine wichtige Rolle. Und du hattest es ja eingangs schon erwähnt, die EM läuft und ich kann es bei mir selber, aber auch in meinem Umfeld beobachten, dass das Interesse an der Europameisterschaft im Moment nicht ganz so ausgeprägt ist, wie man das aus früheren Jahren kennt. Meinst du, das ist eine Folge der Pandemie oder ist es auf die Verschiebung der Europameisterschaft zurückzuführen? Woran liegt es, dass so die richtige EM-Stimmung im Land nicht aufkommt? Also ich glaube, es hat mehrere Ursachen. Tatsächlich ist es eine Folge der Pandemie. Ich würde schon sagen, es hat eine gewisse Entfremdung stattgefunden vom Fußball in dieser Zeit, in der keine Stadionbesuche möglich waren, in der der Spielbetrieb unterbrochen war. Also da ist eine Verbindung in der Tat abhanden gekommen. Selbst wenn man die Spiele im Fernsehen beobachten konnte, ist ja da auch nicht so wirklich Stimmung aufgekommen. Das war sehr merkwürdig, dieses Erlebnis im Stadion für die wenigen, die diese Möglichkeit hatten, ja auch ganz besonders so ein Geisterspiel mal zu sehen. Also da haben sich Menschen vom Fußball entfernt. Es sind aber sicherlich auch andere Phänomene. Das ist einfach dieses wahnsinnig große Angebot. Man kann heute jeden Tag irgendwie ein Fußballspiel sehen. Das heißt, das ist auch gar nichts mehr Besonderes. Und dann sind sicherlich auch die Aspekte, über die wir vorhin schon gesprochen hatten, dass Menschen sagen, gut, das ist ja nun das Team des DFB. Und wenn man sich beim DFB gegenseitig so niedermacht, all das, was da passiert ist, dann auch unglückliche Äußerungen von anderen
Funktionären, dann wendet man sich da zusätzlich oder zunehmend ab. Dann haben wir jetzt, glaube ich, noch die Schwierigkeit, dass weil das so ein zerstreutes Turnier ist, auch flächenmäßig, gar nicht von einem Ort eine bestimmte Stimmung transportiert wird. Das ist mehr so alles Stückwerk. Also es sind viele Faktoren, warum wir, wenn wir auf die Straßen gucken, kaum Deutschlandfähnchen an Autos sehen, ja, oder anderweitig Begeisterung da artikuliert wird. Und das ist vielleicht auch ein bisschen schade, weil wir waren ja lange, wie soll ich sagen, keine Fans oder keine Fußballanhänger, die zum Patriotismus geneigt haben. Also es war ja wirklich erstmals das Turnier 2006, dass Menschen sich überhaupt getraut haben, bei dieser Heim-WM mit einer Fahne durch die Straße zu laufen. Das war ja vorher eher verpönt und das war eigentlich sehr schön, dass das dann entstanden ist. Aber es kommt jetzt wieder so ein bisschen abhanden. Mhm. Ja, und man vermisst auch die Bilder. Ein ganzes Land ist auf den Beinen und feiert die Europameisterschaft und fiebert den einzelnen Spielen entgegen. Das ist jetzt alles verteilt. Anders wird es im nächsten Jahr, wenn die WM in Katar läuft. Und in dem Zusammenhang werden ja auch Punkte diskutiert wie Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung. Und es gab viel Kritik, also sklavenähnliche Bedingungen beim Bau der Stadien. Meinst du, dass wir davon ausgehen können, dass die Selbstverpflichtungen des Fußballs nur Lippenbekenntnisse sind? Oder können wir zukünftig hier auf Besserungen hoffen? Also in diesem Fall, glaube ich, muss man leider sagen, sind es in der Tat nur Lippenbekenntnisse, auch wenn man sich die letzte WM angeguckt hat. Russland war auch schon ein schwieriger Austragungsort, um es mal vorsichtig zu formulieren. Und klar, das Argument der FIFA ist dann immer zu sagen, nun ja, wir wollen durch den Umstand, dass das Turnier in einem solchen Land stattfindet, vielleicht auch eine Öffnung des Landes erreichen, Sensibilisierung für gewisse Themen. Aber das sind in allererster Linie Ausreden, das muss man so klar benennen. Das sind finanzielle Interessen, die die FIFA da verfolgt, jetzt auch die WM-Vergabe nach Katar. Und wenn man sich mal anguckt, wie das öffentlich wahrgenommen wird, dann ist es nicht so, dass die Menschen das einfach akzeptieren, Journalisten sowieso nicht, im kritischen Journalismus, aber auch in der breiten Öffentlichkeit, die Diskussion in sozialen Medien ist da sehr, sehr kritisch, weil man sagt, okay, das sind Länder, da ist der Fußball einfach nicht dazugehörig, der ist künstlich dorthin exportiert. Man baut eine gigantische Infrastruktur auf, die danach wahrscheinlich kein Mensch mehr brauchen wird in irgendeiner Form. Und dann baut man die auch auf unter mehr als zweifelhaften Bedingungen, eben mit Gastarbeitern, die unter widrigsten Bedingungen arbeiten müssen. Also da tut sich die FIFA sicherlich auch keinen Gefallen. In der heutigen Zeit ist glücklicherweise eine Sensibilisierung für solche Dinge da, für ökologische, für soziale Aspekte. Und es steht zu befürchten, dass die WM 22 kein Publikumsrenner wird, sage ich mal, weil sich da auch Menschen davon abwenden werden. Matthias, ich danke dir ganz herzlich für das sehr interessante Gespräch. Und bevor ich dich entlasse oder verabschiede, eine Frage, dein Tipp, wer wird Europameister? Also für mich stehen, bis nach dem, was man bisher gesehen hat, die Italiener doch sehr hoch im Kurs. Die Franzosen wird man sicherlich auch auf der Rechnung haben müssen. Und ich denke, auch das deutsche Team hat ganz gute Chancen, wenn es ins Turnier hineinfindet. Dein Tipp, Italien? Italien wäre mein erster Tipp. Ja. Super, ich danke dir ganz herzlich. Alles Gute, bleib gesund, mein Lieber. Tschüss. Danke dir, Achim. Tschüss.